Hallöchen und ich wünsche euch alle frohe Ostern. Genießt die paar freien Tage mit Freunden, Familie, mit wem auch immer. Schaltet einfach mal ab und lasst diesen ganzen Quatsch ringsrum einfach mal weg. Jo, wir sind hier immer noch in Kroatien. Das ist jetzt mittlerweile Teil 17. Ich werde die nächsten Videos wieder etwas länger machen, weil das sonst einfach zu viel wird. Sonst habe ich, glaube ich, Weihnachten noch irgendwelche Videoclips von Kroatien hier laufen. Das wird dann wahrscheinlich sowieso viel zu langweilig. Es wird allerdings demnächst noch andere Videos geben. Und zwar mache ich jetzt den B196 Führerschein, also dass man mit PKW die 125er Motorräder fahren kann. Da fange ich jetzt nächste oder übernächste Woche mit davon an. Also angemeldet und alles habe ich schon. Ich warte einfach nur noch drauf, dass es losgeht. Jo, und dann hole ich mir eine Enduro. Eine 125er natürlich, ist klar. Jo, und mal schauen. Also, der Grund, warum ich mir die kaufe, ist nicht, weil ich keinen Spaß mehr am Quadfahren habe. Das Quad wird definitiv da bleiben. Aber es ist halt wirklich zum Pendeln. Wäre ich halt im Sommer über das Moped nehmen. Weil das ist einfach mal ein Unterschied von 7 Liter auf 100 Kilometer. Das macht sich schon bemerkbar und außerdem macht es natürlich im Sommer auch mehr Spaß, mit einem Moped zu fahren wie mit einem Auto. Das kostet mal ganz klar. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich schon bei den Fahrstunden die Kamera mitnehmen, das weiß ich nicht, muss ich erstmal mit dem Fahrlehrer abklären. Aber sagt er, es ist mir egal, oder sagt, nee, will ich nicht, das weiß ich nicht. Wäre natürlich cool, wenn er sagt, ist mir doch egal, lass das Ding an. Dann gibt es dann auch so die ersten Videos auf zwei Rädern. Also was ich dann da fahre, das ist eine 125er Suzuki. Ich habe sie heute nur gesehen bei der Anmeldung. Und ich finde die ziemlich klein. Also bin ich echt drauf gespannt, wie die sich fährt. Mal gucken. Das hier ist auch so ein Ding. Es ist ringsrum überall alles trocken. Und trotzdem sind zwischendrin so riesen Pfützen. Aber das ist wie, wie 2017, wo in Berlin das Unwetter war. Wir hatten im Gewerbegebiet eine Pfütze. Die war von 2017 bis 2020, also Ende 2020, also wirklich 4 Jahre lang, war die riesen Pfütze da. Am Anfang habe ich gedacht, das wäre so irgendwie so ein kleiner See, Teich, bla bla. Nö, es war einfach nur die Pfütze. So, jetzt sind wir auch schon wieder mit dem Video am Ende. Und ich wünsche euch, wie gesagt, nochmal frohe Ostern, genießt die Feiertage. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.